Guten Abend für euch alle. Nummer 293a. Kleiner Nachschlag. Heute ist immer noch Sonnabend der 23. Januar 2021. Ein Nachschlag, ein weiteres Kapitel von Heinrich Heine, Deutschland, ein Wintermärchen. Die Zusammenfassung habt ihr euch noch gemerkt von heute früh. Deshalb geht es gleich weiter mit Hamburg, wo er sich jetzt befindet, die Mutter geboren ist, wo er Jahre verbracht hat und wo 1842 ein verheerender Brand gewütet hat. Kaput 2 und 20. Noch mehr verändert als die Stadt sind mir die Menschen erschienen. Sie gehen so betrübt und gebrochen herum wie wandelnde Ruinen. Die Mageren sind noch dünner jetzt, noch fetter sind die Feisten. Die Kinder sind alt, die Alten sind kindisch geworden, die meisten. Gar manche, die ich als Kälber verließ, fand ich als Ochsen wieder. Gar manches kleine Gänschen ward zur Gans mit stolzem Gefieder. Die alte Gudel fand ich geschminkt und geputzt wie eine Sirene, hat schwarze Locken sich angeschafft und blendend weiße Zähne. Am besten hat sich konserviert mein Freund, der Papierverkäufer. Sein Haar ward gelb und umwallt sein Haupt. Sieht aus wie Johannes der Täufer. Den sah ich nur von fern. Er huschte mir rasch vorüber. Ich höre, sein Geist ist abgebrannt und war versichert bei Biber. Auch meinen alten Zensor sah ich wieder im Nebel gebücket. Begegnet er mir auf dem Gänsemarkt, schien sehr darniedergedrücket. Wir schüttelten uns die Hände, es schwamm im Auge des Manns eine Träne. Wie freute er sich, mich wiederzusehen, es war eine rührende Szene. Nicht alle fand ich, mancher hat das Zeitliche gesegnet. Ach, meinem Gumpelino sogar bin ich nicht mehr begegnet. Der Edle hatte ausgehaucht die große Seele soeben und wird als verklärter Seraph jetzt am Throne Jehovas schweben. Vergebens suchte ich überall den krummen Adonis, der Tassen und Nachtgeschirr von Porzellan feilbot in Hamburgs Gassen. Saras, der treue Pudel, ist tot. Ein großer Verlust, ich wette, dass Campe lieber ein ganzes Schock Schriftsteller verloren hätte. Die Population des Hamburger Staats besteht seit Menschengedenken aus Juden und Christen. Es pflegen auch die Letzteren nicht viel zu verschenken. Die Christen sind alle ziemlich gut, auch essen sie gut zum Mittag und ihre Wechsel bezahlen sie prompt, noch vor dem letzten Respittag. Die Jugend teilen sich wieder ein in zwei verschiedene Parteien. Die Alten gehen in die Synagoge und in den Tempel, die Neuen. Die Neuen essen Schweinefleisch, zeigen sich widersetzig, sind Demokraten. Die Alten sind vielmehr aristokratisch. Ich liebe die Alten, ich liebe die Neuen. Doch schwöre ich, beim ewigen Gotte. Ich liebe gewisse Fischchen noch mehr. Man heißt sie geräucherte Sprotte. Ja, die esse ich tatsächlich auch sehr gerne. Obwohl es eben Tiere sind. Ja. Ich wünsche euch noch einen, Rest ist noch da, noch einen Rest Sonnabend.
Schlaft dann gut und wir sehen uns morgen früh zu Bertolt Brecht. Macht's gut.